Internet und YouTube zurück bei Sophia. Er soll es nur wagen, hierher zurückzukehren. Wenn er nur einen Fuß in die Zisterne setzt, dann hacke ich ihm den Arsch. Er die Schatzkammer leergeräumt hat. Direkt vor unseren Augen. Tja, Nobostatik. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Narsa bleibt spurlos verschwunden. Hab was. Hattet ihr mehr Glück? Er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer her? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Und dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Bis zum nächsten Mal, Bürschchen. Bürschchen! Bürschchen! Ich brauche jetzt nicht eingefädelt haben. Wenn du mich noch einmal Bürschchen nennst. Ich verstehe es. Was braucht ihr? Es schien alles sicher, das schwöre ich. Wo ist eigentlich der andere Typ? Ich habe hier eine. Ich hoffe für euch, dass das nicht eine weitere Verschwendung meines Geldes ist. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, wenn du mich noch einmal Bürschchen nennst, dann zeige ich dir, wer hier das Bürschchen ist. Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ihr braucht etwas? Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallus ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Du kannst mich nicht auf irgendeine Lichtung schicken. Ich finde mich draußen nicht zurecht. Ich finde nicht einmal aufs Klo. Ah, eine Lichtung. Ich wollte euch etwas sagen. Nein. Bitte? Nein, danke. Ich brauche etwas. Na, du hattest nur die Stimme. Guten Morgen. Tschüss. Ich wollte eigentlich mit dem. Oh ja, danach habe ich schon lange gesucht. Das gibt eine schöne Belohnung. Habe ich geklickt? Ich hab doch. Klicke dich. Du nicht. Kauf und Verkauf edler Schmuck. Grüße, geschätzter Kunde. Seht es euch an. Also, du bekommst einen Diamanten. Du bekommst... Kannst du den brauchen? Den Granatstein? Rubin? Saphir vielleicht? Du hast kein Geld mehr. Wunderbar. Also einer kostet... Oh, nein. Dankeschön. Passt auf euch auf, Landläufer. Ja, ja. Du. Legt euch lieber hin. Alles, was ich in der Auslage habe. Was? Ich soll mich hinlegen? Was? Könnten wir nicht vorher ins Kino gehen? Waffenbekleidung. Tim, Mist, wollte ich. Ach, okay, also. Meine Gute. Das braucht kein gewöhnlich. Schwache Seele braucht auch niemand, oder? Wahrscheinlich brauche ich... Da, den brauche ich nicht. 5 Kilo. Meine Güte. Mächtige Seele behalte ich mir. Mächtiger Seelenstein. Warte. Sophia?
Auch wenn du kein Geld hast. Null! Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Tja. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Darf ich euch ein... Werft einen Blick darauf. Die 0,1. Eine kann ich dir geben. Will das nicht der eine Typ da unten? Das weiß ich auch noch nicht. Die hätte ich schon längst ablegen können. Wozu, weiß ich auch nicht. Egal. Brauche ich doch auch nicht mehr. Ich brauche vieles nicht, ich weiß es, YouTube. Frostresistenz brauche ich nicht. Krankheitsimmunitäts verkaufe ich. Du hast kein Geld. Ich habe 25.000, mein Freund. Behalte die Straße im Auge. Das fühlt sich gut an. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Hi. Was führt euch heute zu? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Eigentlich will ich nur Gold. Lautlos bewegen. Benutze ich das überhaupt noch? Also mit den Bögen habe ich schon 10-mal gesagt, dass ich es nicht benutze und trotzdem nicht verkaufe. Taschendiebstahl lassen wir jetzt auch mal hier. Den Ebenerzbahn habe ich verkauft. Wunderbar. Egal. Klinge dann nein, das bleibt. Obwohl 13. Absorbiert. Das könnte ich vielleicht worauf packen, hä? YouTube? Keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Kleidung haben wir auch durch. Sonstiges. Den Drachending, das willst du mir nicht abkaufen, oder? Denk daran, es müssen echte Feuersalze sein. Ich denke daran. 348, okay. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifthorn und kümmert sich nicht genug um sich. Schwarzdornbrauerei. Was mache ich jetzt? Egal. Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Hast du was zu verkaufen? Ich bin ziemlich beschäftigt. Schade. Braucht ihr etwas oder kann ich weiterarbeiten? Zur sofortigen Kenntnisnahme. Was sieht's an eure Angestellten an? Oh, nee. Ich will keine... Willkommen. Vielleicht erlangt kann ich dann euch ja zurück an die Arbeit. Zu empfehlen. Das edelste Gebräu im ganz Himmelsrand. Wieder verarscht. Jedes Mal. Muss ich zuerst hier... Hey, schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Ghost-Nachricht von... Raus nach Himmelsrand zu dieser Lichtung, die ich nie finden werde. Oh, ich habe meine blaue Hand. Immerhin. This is the road to hell. Du stehst morgens auf. Oh yeah. Durch den Wecker klingeln. Du isst etwas in der Früh. Oh yeah. Manchmal auch nicht. Du isst nicht gerne in der Früh. Oh yeah, das macht nichts, aber das ist keine besondere Charaktereigenschaft, die dich besonders macht. Du bist nicht individuell. Du bist nicht individuell. Du stehst auf in der Früh und gehst schlafen am Abend. Wie alle anderen auch. Oh yeah, ich muss hier nach drüben hin. Manchmal siehst du dir einen Film an am Abend, bevor du schlafen gehst. Oh, ihr habt Fragen. Du bist so individuell. Du bist so anders als die anderen. Du stehst nicht so auf die Hollywood-Kacke. Du siehst dir einen Film an, einen französischen mit deutschen, mit indischen Untertiteln. In Schwarz-Weiß aus den 40er Jahren, denn du bist
künstlerisch sehr fortgeschritten und individuell. Du studierst Kunst, deswegen schaust du dir so einen Dreck an. Okay, Verzeihung, ich weiß nicht, was ich jetzt hatte. Das gibt wieder Hass. Ich habe hier einen Stein. Hi. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Gott sei Dank. Ich hätte sonst weiter singen müssen. Und dann hätte mich YouTube geköpft. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer Frey zu besiegen. Was für einen Vorteil? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Okay, und ich versuche es zu verstehen. Wow. Erzählt mir etwas über die Nachtigallen. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleier-Zuflucht warf. Gehörten Sie zur Diebesgilde? Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wozu sind Sie da? Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Und wer ist Nocturnal? Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Es fliegt ja ein Drache über uns, gell? Aber lass dich nicht stören. Ich habe noch nie einen Dieb getroffen, der jemanden verehrt hat. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Hört sich nach einem guten Gildenauftrag an. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Ich verlasse mich nur auf mein Geschick, nicht auf irgendwelche Kräfte oder Magie. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? So wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Klingt, als würde es ihr Freude bereiten, uns leiden zu sehen. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Was wurde aus Mercer lebendig schnappen? In dem Moment, als mein Pfeil euch bei der Schneeschleierzuflucht traf, hat mein Weg seine Richtung geändert. Vielleicht habe ich Mercer nicht lebend zurückbringen können, aber zusammen haben wir meinen Namen reinwaschen und Gallus Erinnerung Frieden geben können. Ich habe immer gewollt, dass die Gilde über Mercers Schicksal entscheidet. Und offensichtlich hat die Gilde ja gesprochen. Werde ich eine Nachtigall werden? Ja, das hoffe ich zumindest. Hier entlang, bitte. Endlich mal eine höfliche Person. Ich werde eine Nachtigall und du nicht. Von dir hat niemand gesprochen, Brynjo. Ich geh vor, Brynje, überhol mich nicht. Wunderbar, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss.